Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur nächsten Transferanalyse und heute blicken wir auf Eintracht Frankfurt. Die Saison ist am Start, Frankfurt hat die ersten Fleetspiele absolviert. Logischerweise kann man aber ja sein Kader noch bis Anfang September verändern und deswegen gucken wir heute auf die verschiedenen Themen. Welche Spieler will man noch verkaufen? Wer zieht auch Interessenten auf sich, die man vielleicht gar nicht verkaufen möchte? Und vor allen Dingen, welche Spiele müssen noch in Zugult werden? Wo kann man realistischerweise nachlegen? Und natürlich auch dann die große Frage: Wie sieht die fertige Startelf aus für die Saison? All das heute für Eintracht Frankfurt, lasst uns gemeinsam auf Shoppingtour gehen. Und wie schon in den letzten Folgen legen wir los mit dem Blick auf die Abgänge und wir sehen hier Aiden Rustich, 26 Jahre alt, Australier, der im Mittelfeld, relativ flexibel einsetzbar ist, Marktwert 3 Millionen und sein Vertrag bei der SGE läuft noch ein weiteres Jahr. Und dort sind wir noch direkt mal bei der Problematik. Man kann ihn nicht verleihen, denn er braucht Spielpraxis, denn im Mittelfeld, vor allem auch im Zentrum, gibt es einfach große Konkurrenz. Schon letzte Saison war er nur Rotationsspieler und daran wird sich wahrscheinlich auch rein gar nichts ändern. Vor allen Dingen auch bei einer weiteren Neuverpflichtung ist Rustic ohne Zukunft. Der Verkauf ist damit auf jeden Fall möglich, bedingt durch seinen ja, Restvertrag eben auch nur ein fixer Transfer und ich denke mal, ein Abgang ist auch auf jeden Fall verkraftbar, rein sportlich gesehen. Und es gibt ja auch einige Interessenten: US Salanitana, der FC Augsburg, Galatasaray Istanbul oder auch AEK Athen. Da hat verschiedene Möglichkeiten. Abgang ist sehr, sehr wahrscheinlich und wird wahrscheinlich auch noch bis zum Ende des Transferfensters erfolgen. Und die gleiche Geschichte ist auch bei Jens Petter Hauge. Damit haben wir den zweiten Spieler, der aktuell so ein bisschen dran ist. Natürlich gibt es bei der SGE auch immer wieder Gerüchte um Dika oder auch So, aber da gibt es aktuell nichts Neues. Neues gibt es aber beim Norweger. Er ist ja 22 Jahre jung, Marktwert liegt bei 8 Millionen und hätte jetzt vor kurzem einen Vertrag bekommen bis 2026. Aber bislang ist der flexible Offensivspieler halt ein teures Missverständnis. Die Leihgebühr vor einem Jahr lag ja bei 2 Millionen Euro. Jetzt gab es die Kaufpflicht, die in Höhe von 10 Millionen Euro gezogen werden musste. Das ist dann schon rein ablösetechnisch echt ein sportliches Paket. Und das Problem ist halt, Hauge konnte sich bislang nicht durchsetzen. Und die Konkurrenz in der Offensive wurde ja, nett ausgedrückt, nicht weniger. K.A. Agent will ihn nun wohl unbedingt ausleihen. Krösche... Frankfurt Sportboss hofft aber natürlich immer noch auf eine langfristige Entwicklung, auf eine langfristige Zukunft von Hauge bei Frankfurt. Deswegen soll die Laie nach Belgien auch keine Kaufoption beinhalten und dann könnte es sicherlich auch ein guter Deal für alle Seiten sein. Gent bekommt einen Spieler, der sicherlich in der Liga gut funktionieren kann. Hauge würde viel Spielpraxis halten und Frankfurt hat immer noch das Zugriffsrecht, wenn man das so sagen möchte, und würde sich eben dann in Ruhe angucken können, wie sich der Norweger in einer anderen Liga entwickelt, um ihn dann im nächsten Sommer möglicherweise wieder selber einzubauen. Und von den Abgängen kommen wir zu den Neuzugängen und dort wird es sehr, sehr interessant. Denn das erste Gerücht, was sich ja schon lange hartnäckig hält, ja, dreht sich rund um Junior Dina Ebimbe von Paris Saint-Germain, 21 Jahre jung, Franzose, Marktwert liegt bei 5 Millionen Euro und sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Denn die Millionen, die man durch Philipp Kostic verdient hat, könnten direkt in Ebimbe als zentraler Mittelfeldspieler vor allem auch erfolgreich reinvestiert werden. Damit könnte die Suche nach einem neuen Sechser oder nach einem neuen Spieler für das zentrale Mittelfeld auch beendet sein. Ist eine wirklich wichtige Position, die schon länger verstärkt werden sollte. Einigung mit dem Spieler steht wohl kurz bevor, wie man hört. Es geht dort um einen Fünfjahresvertrag. Allerdings sind die Verhandlungen mit PSG durchaus schwierig. Ebimbe hat zwar dort nahezu keine Chance auf Einsatzzeit, Paris hat ja auch einen extrem großen Kader, wo man wieder viele spannende junge Trente verlassen oder Paris verlassen müssen, weil sie einfach keine Einsatzzeit bekommen. Aber auch wenn sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, pocht PSG auf eine ablose Forderung von rund 10 Millionen Euro und geht davon auch weiterhin nicht runter. Ebimbe ist aber Frankfurts Wunschspieler fürs zentrale Mittelfeld. Der 21er ist einfach ein großes Talent. Er ist wirklich richtig stark am Ball, hat auch ein klasse Tempo und bringt auch defensive Qualitäten mit, kann damit eine richtig gute ja, Ergänzung, wenn nicht sogar direkt nochmal mehr sein für den Kader. Und ich denke mal, da wird man sich am Ende auch mit Paris einigen können. Und das Kostic-Geld soll auch in einen Flügelspieler fließen, um einfach das Kostic-Erbe taktisch flexibel lösen zu können. Und hier geht es um Ola Solbakken. Die BILD berichtet ja vom Interesse, dass der 24-jährige Flügelspieler wahrscheinlich zu Eintracht kommen wird. Aktuell spielt er bei Bodo Glimt in Norwegen, hat dort ein Market von 2 Millionen Euro und sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Deswegen liegt die Ablöse wohl auch im niedrigen, einstelligen Millionenbereich, könnte sich damit um ein Schnäppchen handeln, weil das wirklich ein super interessanter, spannender Spieler ist, den auch schon größere Vereine wie AS Rom oder auch SSC Neapel auf dem Zettel haben. Gut, rein größer, rein sportlich sind sie sicherlich nicht, aber möglicherweise ein bisschen finanzkräftiger aufgestellt. Trotzdem ist ein Wechsel in die Bundesliga durchaus wahrscheinlich. Der Linksfuß kommt am liebsten über die Flügel, meist über rechts, kann aber auch auf links spielen, ob man ihn dann zum Schienenspieler umfunktionieren möchte, ist sicherlich nochmal eine andere Thematik. Er bringt aber einfach Frankfurt nochmal andere Möglichkeiten. Er hat ein Top-Tempo, ist extrem dribbelstark und ackert eben auch das ganze Spiel und ist super laufstark. Natürlich sind das Komponenten, die dem Spiel von Oliver Glasner immer wieder gut tun würden und Ola Solbakken kann da auf jeden Fall richtig gut reinpassen. Und wie man dann auch richtig gut reinpassen kann, sehen wir mal einen Blick auf die dann fertige Startelf. Wir sehen jetzt vier Kaderveränderungen, zwei Abgänge, zwei Neuzugänge. Wie gesagt, es gibt Gerüchte um Dika, um So. Beide haben aber ja wohl aktuell kein Interesse daran, Frankfurt zu verlassen. Auch Frankfurt selber ist jetzt auf die Millionen Einnahmen nicht zwingend angewiesen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass beide an Bord bleiben. Zudem gab es auch zuletzt mal ein Gerücht um noch einen Innenverteidiger. González aus Frankreich hat sich noch nicht weiter erhärtet. Halte ich auch nicht zwingend für notwendig. Deswegen sind wir darauf nicht genauer eingegangen. Aber lass uns mal genauer darauf eingehen, wie denn Frankfurt dann jetzt aussehen wird. Erst einmal Systematik habe ich jetzt erst mal beim 3-4-3 belassen. Natürlich kannst du es aber auch einfach jetzt taktisch umstellen, weil du einfach deutlich flexibler geworden bist. Im Tor ist die Geschichte klar. Da ist Kevin Trapp die Nummer 1. Ramay als junges Talent die Nummer 2. Jens Kral hat man ja dort noch in der Hinterhand. Dreierkette, auf jeden Fall Tuta zentral und ein Dika links gesetzt. Auf der rechten Seite hat aktuell Almami Touré sehr, sehr gute Chancen, sich endgültig festzuspielen. Auch Joen, der Neuzugang aus Salzburg, ist ja erstmal noch verletzt. Makoto Asebe kann es immer wieder reinschmeißen. Und Smolcic als junger Spieler wird sicherlich auch ein bisschen Zeit brauchen. Dann im Vierer-Mittelfeld wird es sehr interessant. Planer mit Schienenspielern hat sicherlich Ansgar Knauf auf rechts die besten Karten. Buta, wie auch Chandler, sind dann hier die Backup-Varianten. Auf links Neuzugang Pellegrini, der natürlich ein bisschen defensiver die Rolle interpretiert als Philipp Kostic, ist jetzt hier sicherlich erstmal die erste Wahl. Lenz ist ein souveräner Backup. Wenn man es offensiv machen möchte, kann man vielleicht auch Olas Holbacken hier hinstellen. Zentrales Mittelfeld führt sicherlich kein Weg an Jibril So vorbei. Jakic und Rode müssen sich dann erstmal hinten anstellen, denn daneben werden sich dann womöglich Ebimbe und Kamada duellieren. Ich weiß, Daichi Kamada hat solche Qualitäten, die es eigentlich in der Startelf benötigt und auch verlangt ihn hinzustellen. aber die Konkurrenz ist halt einfach deutlich größer als im Vorjahr, deswegen nicht wundern, dass jetzt hier mal Kamada nur in der B11 steht, wenn man das so sagen möchte, man wird ohne den viel rotieren, alle werden dort auf ihre Spielzeit kommen. Offensiv dann natürlich Mario Götzen, Fixpunkt im Spiel. Jesper Linz, und der schon wieder gut begonnen hat in der neuen Saison, hat sicherlich auch gute Start, 11 Chancen. Soulbucken, weil er auch selbst ein bisschen angeschlagen war, müsste sich dann mit hinten anstellen. Kolo hat ja auch gegen Real zum Beispiel schon mal gezeichnet, in welche Richtung es mit ihm gehen kann. Wird sicherlich auch noch ein bisschen Zeit benötigen, aber gut, dass man solche Leute einfach hat und dann im Sturmzentrum Boré aktuell gesetzt, Alario dort der Backup, auch hier Kolomouani natürlich eine weitere sehr sehr gute Möglichkeit, plus noch die zwei Youngsters mit Alidu und wenig. Und damit wäre das dann die erste Elf von Eintracht Frankfurt, wenn man den Kader noch mal ein bisschen verändern würde. Und ich finde, der Transfersauer bei Eintracht Frankfurt ist schon richtig gut gelaufen. Letzte Korrekturen zur weiteren Qualitätssteigerung, wenn man das so sagen möchte, können aber auf jeden Fall nicht schaden. Das kostet geld kann für ihr Bimbe und Sollbacken wirklich sinnvoll genutzt werden. Man hat dann im Kader eine richtig gute Qualität, aber eben auch Qualität in der Quantität. Und das ist so eine Debatte, die im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Da hätte jetzt Kröscher echt richtig gut nachgelegt. Zudem wären auch Abgänge von Rustic oder Hauge mehr als verkraftbar, vor allem auch der Norweger kann durch regelmäßige Spielzeit in der nicht böse gesagt schwächeren Liga auf jeden Fall ja, das sicherlich für, für sich nutzen, das kann ihm gut tun, um sich einfach da wirklich richtig gut entwickeln zu können. Und damit sehen wir bei Frankfurt, kann auch ein bisschen was passieren. Das Größte, das Schwierigste, würde ich mal sagen, hat man schon geschafft. Jetzt geht es einfach darum, noch ein, zwei gute Optionen auf dem Markt zu wählen, sich zu picken, um den Kader einfach, auch wenn er schon gut ist, nochmal besser aufzustellen. Und jetzt seid so gut, hättest du auch ihr gefragt, welchen Transfer würdet ihr bei Frankfurt noch unbedingt tätigen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.